Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmann und ich begrüße euch wieder bei Outlast 2. So, und wir sind immer noch im Dickicht. Stehen aber jetzt mal langsam auf. So, wir müssen. Wir müssen da lang. Weil wir werden schon wieder verfolgt. Oh Scheiße, der kommt schon. Oh nein! Ja, läuft ja schon wieder prickelnd. Wunderbar. So sollte es eigentlich nicht laufen. Ja, okay. Naja, egal. So, das war unser letzter Speicherpunkt. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So, warte mal. Wenn die da jetzt nach vorne gehen, dann schleichen wir da mal mit. So. Der hinter uns ist erstmal weiter weg. Da kommt er aber. Die? Wo sind die? Okay. Oh Mann. Und der hinter uns? Okay, ist auch noch weg. Oh Mann. Können wir da hoch? Oh, wir versuchen es mal. Oh Gott. Oh, ich habe ja die Kamera noch nicht. Wieso habe ich die Kamera noch nicht? Scheiße. Ach, stimmt. Ja, die Kamera habe ich ja noch nicht. Ich bin ja da. Ach, Mist. Müssen wir aufpassen. So, geht's hier runter. Oh! Ich glaube, es war so gewollt. So. Oh. Müssen wir mal kurz in Deckung gehen. Dass sie uns nicht entdecken mit ihrer blöden Taschenlampenfunzel. Ah, hopp. Geh doch einfach weg. So, ich weiß nicht, wie lange ich unter Wasser bleiben kann, ne? Aber wir tauchen mal kurz auf. Oh, fuck. Scheiße. Ja, jetzt bin ich schon wieder tot. Och, Mann. Ach, komm schon. Ich habe zwar gehört, ja, und jetzt? Ne, bin ich jetzt tot? Ne, ah ja, genau, bin tot. Hat ein bisschen länger gedauert. Oh, bin ich wieder da. Super. Ach, klasse. So, jetzt müssen wir mal wieder gucken, dass wir da nachkommen. Blöd, ey, dass wir die Kamera echt noch nicht haben. Na gut, die müssen wir uns jetzt wieder halt zurückholen. Was soll ich sagen? Ja, ich habe ja gelesen, dass Outlast 2 jetzt einen Patch kriegen soll. Weil manche Spieler sich beschwert haben, es wäre auf dem normalen Schwierigkeitsgrad doch etwas schwierig. Ich sag mal so, ich habe schon weitaus herausforderndere Spiele gesehen. Na gut, man stirbt zwar schon öfters mal, das kommt mal vor, aber es war jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie, das für mich jetzt frustrierend war, ja. Also, ja, klar hat man sich da geärgert, wenn man an der Stelle vielleicht schon 4, 5, 6 Mal gestorben ist, aber im Prinzip, ja, da gibt es, glaube ich, andere Spiele, wo einem noch mehr zur Weißglut bringt. So, jetzt tauchen wir mal wieder unter und bleiben da erstmal und nähern uns erstmal nicht. Und warten mal ab, bis die echt mal weg sind. Ich denke, er wird uns zu verstehen geben, wenn er die Luft nicht mehr anhalten kann und wir mal auftauchen müssen. Aber die sind auch verdammt lang da, ne? Oh ja, ich glaube, jetzt wäre es mal nicht schlecht. Und jetzt gehen wir wieder runter. Ich hoffe, sie haben uns nicht gesehen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt ist auch... Ah, okay. Ich glaube, sie sind weitergezogen. So, okay. Dann machen wir weiter. So. Hier ist wieder auf jeden Fall ein Haus. Mal gucken. Oh, hier gibt es wieder Verbände. Weiß gar nicht, brauchen wir welche? Ich guck mal. Ne, brauchen wir nicht. Aber hier ist auch noch verdammt dunkel, ne? Ah, aber... Jawohl. Endlich. Endlich wieder die Kamera. Hoffentlich haben sie genügend... Nee, oder?
Sind wir wieder in der Schule? Coming back early. Was denn? What the fuck? Ja, what the fuck? Aber echt, was ist hier los? Okay. Jetzt haben wir wieder ein Blatt. Mit dem Galgenmenschen. So, okay. Mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Ich will jetzt mal gucken, dass ich nicht so viel Batterie verbrauche. So, öffnen. Können wir da? Nee, ist zu. So. Ich will nämlich gucken, dass die Batterien jetzt diesmal. Oh Gott. Diesmal halten. Oh je. Aber klar, in den dunklen Gängen wie jetzt hier. Na, okay, dieser Gang geht noch. Oh, da müssen wir schon mal. Oh, da ist wieder so ein Blatt. Ich denke, das gibt uns auch wieder weitere Hinweise. Oh je, okay. So. Ist hier sonst noch was Interessantes? Nein. Nein, Gott sei Dank nicht. Oder, naja, wer weiß. Ich weiß nicht. Ob man froh sein soll, wenn man wieder ein bisschen mehr rausfindet. Mama, hier blinkt wieder irgendwas. Ist das ein Fernseher oder so? Kommen wir da rein? Ja, ist nur angelehnt. Oh. Oh. Ist das Original? Sollten wir hier drin bleiben? Ich weiß nicht. Oh Gott. Ich mache auf jeden Fall mal. Hä, was nimmt der da auf? Ja, was wollte er gerade aufnehmen? Aber hat es wieder unterbrochen. Scheiße. Fuck. Nimmt das jetzt nicht mehr auf? Stell mich mal nochmal da hin. Nee. Machen wir. Nochmal so. Und nochmal. Nee. Schade. Machen wir mit. Gehen aber mal nochmal raus. Hier. Oh Gott. So. Okay, hier brauchen wir die Kamera erstmal nicht. Gehen wir mal da lang. Ich weiß gar nicht, wo sind wir hier lang gelaufen. Ich habe heute wieder einen Orientierungssinn. Der ist unter aller Sau. Bitte zu entschuldigen. Mama hat es gerade. Das Rüder. Ist das Wolfenstein? Sieht mir fast so aus, oder? Okay. So. Oh, da klingelt es doch irgendwo, oder? Irgendwo klingelt es. Immer noch unschlüssig. Haben wir noch eine Batterie? Du hast keine Batterien. Das ist wieder geil. Das ist wieder so geil. Ich verstehe das nicht, ne? Leute, ich verstehe es nicht. Und da liegen auch keine mehr rum, ne? Warum habe ich keine Batterien? Ich finde, wenn man was machen könnte, das wäre natürlich was. Guck mal, wir waren jetzt im Büro, da liegt keine einzigste Batterie rum. Und das finde ich halt kacke, ne? Das dürfte nicht sein. So. Wo klingelt es denn hier? Ich glaube, das müssen wir in Erfahrung bringen. Phone? Ja. Ich glaube, wir kommen näher. Aber das ist nicht. Aber da ist auch keine Batterie drin, ne? Das ist doch zum. Ich kann doch nicht durch einen leeren Gang wieder laufen. Oder durch einen. Nicht leeren Gang. Bin schon ganz wirr im Schädel. Ich kann doch nicht wieder durch so ein. Na, siehst du, jetzt sieht man schon wieder rein gar nichts. Das ist einfach kacke, da muss einfach nachgepatcht werden, ne? Da muss was kommen, dass mal mehr Batterien hier liegen. So, bin ich hier jetzt an so einem Telefon? Ich habe halt einfach Angst, dass ich jetzt einfach dadurch unnötigerweise sterbe. Ja, was heißt Angst? Angst habe ich eigentlich nicht dadurch, aber es fuckt halt ab. Guck mal, ich bin jetzt hier im total leeren Raum. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt bin. Ich kann nichts machen. Ja, geil, ne?
So, ich weiß gar nicht. Wir haben ab und zu noch ein kleines bisschen wenigstens Sicht, aber das bringt mir auch nichts, ne? Und ich verstehe nicht, warum in den Büros, warum sie da nicht wenigstens ein, zwei Batterien reingemacht haben. Oh, siehst du, jetzt passiert irgendwie wieder was und ja, toll. Ja, geil. Woher hätte ich das sehen sollen, ne? Das sind so Sachen, die prangere ich an. Na gut, ich bin jetzt gestorben. Das war jetzt gar nicht mal schlecht. So. Kommt er da oder was? Ach, da ist er schon wieder. Ja, geil. Ja, geil. Wo hätte ich dich jetzt sehen sollen? So, okay. Warte, schauen wir nochmal. Oh Mann. Das ist doch einfach. Leute. Okay. Okay, da ist er ja. Okay. Jetzt können wir wenigstens flüchten, ne? Das ist wenigstens etwas. So. Schau einfach mal ab. Geht's da lang? Nee, natürlich nicht. Den Schrank will ich mich auch jetzt erstmal nicht verstecken. So. Kommt überhaupt noch was? Mal da raus? Nee. Ist er jetzt weg? Soll ich nochmal zurückgehen? Ist da mal eine Batterie? Jawohl! Hab ich die vorhin übersehen? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht relativ unschlüssig. Aber hier waren wir schon. Das haben wir uns schon angesehen. Ja, wir nehmen es trotzdem nochmal. Sicher ist sicher. Oh, die Musik macht wieder so kirre. Ich bin aber einfach nur froh, dass ich mich wieder in einem relativ gut beleuchteten Korridor aufhalte und auch mal wieder Batterien habe. So, die Musik ist jetzt komplett weg. Auch nicht schlecht. Hat jetzt einfach mal aufgehört. Jetzt nur noch das Klingeln wieder. Muss mal gucken, wo es klingelt, ne? Aber ich glaube, hier waren wir schon, hier war es nicht, ne? So. Ich glaube, hier muss irgendwo der. Was hier? Nee. Es hört auch wieder auf. Das macht einem so kirre. Ist das? Nee. Muss komplett woanders da sein. Waren wir hier vielleicht? Das auch nicht. Aber ich glaube, wir nähern uns. Ja, das ist es. Okay. Wir interagieren. Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Someplace safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. What? Da würde ich nicht mehr dran gehen. Ekelhaft. So müssen wir wieder hier raus. Ich habe keine Lust. Oh. Und jetzt? Fuck. Nö. 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 Sag bloß. Oh, ja, da ist er wieder. Ah, du Scheiße. Nee, 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 nee. Was? Scheiße. Oh Gott. Jetzt gehen wir von innen. Ey! Zunge erst beim zweiten oder dritten Date. Wobei, wenn man so will, es ist unser zweites Date. Ich glaube, das Monster. Oh Gott. 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 Warte, jetzt gehen wir nach rechts. Nein! Ach Gott. Scheiße. Oh. Ja, ist ja schön, dass er kommt. Oh, guck mal. Ja, toll.
Ja, da ist doch zu. Ach, Scheiße. Wo müssen wir lang rennen? Oh Mann. Oh, come on. So, okay. Once again. Fuck. Der erschreckt einem schon. Okay, ach, wir sind in die falsche Richtung gerannt, okay. So, da kommt er wieder, der Asshole. Der Ass-Motherfucker. Können wir da lang? Nee. Ich denke, wir müssen da lang, ne? Nein, oh Gott, fuck. Und dann gibt's, ja. Oh. Das war aber kein Spind mehr. Hä? Wo sind wir hier gelandet? Okay. Was? Edinburgh Reaper Aspera. Okay. Oh ja. Okay, wieder was zu lesen. Leered oder wie auch immer. Nichts ist elender, als sich selbst zu bemitleiden, und ich vertraue dir, dich einer derartigen Weibersünde nicht schuldig zu machen. Wenn die Jünger, die ich dir anvertraute, Hunger, Schmerz und Angst erfahren, so ist dies eine Notwendigkeit ihrer fleischlichen Sünde und der Wille des Herrn. Ich schicke euch Speis und Wein, wie der Herr es will, und nicht mehr als das. In Visionen sah ich die Plage wachsen, und unser Leiden bekam so groß, dass keiner... Was? Unser Wachsen und unser Leiden bekam so groß, dass keiner unter uns es mehr erleiden konnte. Aha. Freue dich also, finde Trost darin, dass wir am Höhepunkt unserer Leiden sind und bald, warum brauche ich eigentlich hier jetzt, ich brauche die Kamera zum Zoomen, aber ich brauche keine Nachtsicht. Dass keiner uns mehr, freue dich also, finde Trost darin, dass wir am Höhepunkt unseres Leidens sind und bald in das ewige Paradies ziehen werden. Kannst du dein Volk nicht mit deiner Zunge führen, so nutze die Fäuste deines Trägers. Papa liebt dich, Gott wird dich erlösen. PS, anbei einen Beutel gesalzener Grillen, den Nick so liebt, lasse ihm bitte zukommen und sage ihm, dass sie ein Geschenk von mir sind. Okay, gesalzene Grillen. Ist auch meine Leibspeise. Wow. Oh. Oh nein, wo ist denn der? Fuck. Ich glaube, wir müssen sofort wieder flüchten. Scheiße. Komm. Oh fuck. Oh fucking kack. Wo kann ich denn hier lang? Nein, nirgendwo, ne? Kacke. Nein. Nein! Messiah! Oh Gott! Komm schon! Renn doch! Du Idiot! Oh Gott! Schnell! Da lang! Egal wo lang, aber haut's auch weg von dem Depp! Oh Mann! So, ich glaube, über den Baumstumpf wäre gar nicht mal blöd, ne? So, langsam. Oh Gott. Schnell. Ah, fuck, komm. Oh Gott. Was heilen? Weiß ich nicht, ob das jetzt toll ist, weil er immer so lang braucht. Au! Oh nein, das sind wieder... Ach Gott, nee, scheiße. So. Fuck. Scheiße, es geht hier... Nein! Oh, nein! Lass mich los! Haben wir irgendwo hoch? Ja, da, ne? Okay, gut. So. Oh! Oh nein! Och, komm schon! Fuck it! Haben die mich wieder erwischt?
Die scheiß Inzuchtwurm. So, komm. Okay. Aber wenigstens starten wir hier. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Komm, hoch. Geht's hier weiter? Ja. Hier ist wieder... Was war das? Verbandszeug, Batterien? Ich weiß nicht. Ich hab jetzt keine Acht gehabt. Und jetzt? Nein! Hä? Lass mich in Ruhe! Alter, du glaubst es nicht, was hier abgeht. Mann. Oh Gott. Oh, ich renne einfach mal hier runter. Scheiß drauf. Oh. Nein. Fuck. Oh Gott. Scheiße. Oh nein. It's okay. We have you. The gospel isn't done yet. Your own resurrection. Nee. Complete your gospel. Oh, ich wollte mich doch verarschen. Was war das? Nee. Yes. Was soll man sagen, oder? Take him. He rises. We all will have our communion. Alter. Nicht euer Ernst. Nein. Die beerdigen mich. Nein. Gott, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Oh, lebendig begraben. Oh nein. Geht mir jetzt die Luft aus? Was passiert jetzt? Kommen wir jetzt wieder bei der Schule raus oder so? Okay. Da sind wir noch in dem Sarg. Und jetzt? Ja, du polterst da rum. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Okay, drücke wiederholt. Aha. Die 4x-Taste. Wir drücken, aber... Komm, komm! Komm schon! Komm! Hallo! Oh Mann! Okay. Okay. Oh. Oh, wer bist denn du? Gehst du mir nach? Ist ja ekelhaft und widerlich. Oh Mann. Na? So. Oh, wo geht's denn hier lang? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Das ist immer so eine Sache, wenn man denkt immer, das Teil ist doch immer noch hinter mir, oder? Ja. Oh ne, es sind schon zwei. Alter. Oh Gott. Ist okay. Da durchkrabbeln. Nein. Nein. Au. Au. Oh nee, mach doch sowas nicht. Das ist doch widerlich und ekelhaft. So. Hier ist wieder Batterie. Na komm schon. Komm, beeilen wir. Nee, komm, hat er mich jetzt. Lass mich in Ruhe. So. Sag mal. So. Beeilen wir uns ein bisschen. So. Hier müssen doch. Toll. Was war das? Keine Ahnung. So. Sind wir hier galant durchgerutscht. Ich glaube, es war ganz gut. Jawohl, das war auch super. Oh, genial. So. Weil mit langsam durchkriechen, glaube ich, gewinnen wir hier keinen Preis. So. Hier nehmen wir uns mal die Batterie. Hier ist noch was zu lesen. So. Ah ja, okay, wieder sowas.
Gut, ich glaube, in dem Lager sind wir mal erstmal relativ sicher. Ich würde sagen, dann beenden wir erstmal hier die Episode und ja, machen dann mit der nächsten dann morgen weiter. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann könnt ihr es mich gerne mal in den Kommentaren wissen lassen oder gebt mir ein Like, das wäre sehr, sehr nett, da würde ich mich freuen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch das nächste Mal wieder bei Outlast 2. Ich bin gespannt, was wir noch alles erleben werden. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.